zusammen. So, es ist jetzt irgendwo was gleich kurz vor 7. Wir sind seit 5 Uhr auf dem Bein. Und zwar geht es jetzt ab zu den Cruise Days. Das hatte ich ja schon im letzten Video gesagt. Eigentlich haben wir gesagt, es ist nicht ganz so relevant, wann wir loskommen. Ob wir dann eine Stunde eher oder später sind, ist egal. Das hat sich jetzt aber geändert, weil wir nämlich zu einem Treffen mit dem Schiffstester Matthias Mohr mit hinfahren wollen. Der macht da einen Livestream und hat dann gesagt, ja, wer möchte, kann da ja mal vorbeischauen. Ja, weil wir den halt cool finden und auch immer die Videos und so schauen, gehen wir da natürlich hin. Und das ist ab 11 Uhr und von daher mussten wir dann doch ein bisschen mit Zeitdruck los. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir gut durchkommen und dann sehen wir uns in Hamburg. Meile, sag ich mal, hinter uns mit den Promotion-Ständen, die da aufgebaut werden, gerade von MSC. Ja, dann werden wir uns nach diesem Livestream dann gemütlich alles hier mal ansehen. Scheinbar auch was mit Gesundheit und so weiter, wie die Meile hier sagt. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Ganz viele Gewinnspiele, aber hier ist die Schlange so ewig lang, da stellen wir uns jetzt doch nicht an.
Wir gucken uns die Aida Vita an. Niedlich ist sie, klein. So wie das letzte Mal eben auch schon, als die Aura hier lag. Ist ja auch nicht so ein großes Schiff. Ja, wir hatten einen tollen Tag. Haben viel gesehen, viel erlebt. Gerade auch das Treffen mit Schiffssister Matthias Mohr. Und dann sind wir halt die verschiedenen Stände abgegangen, haben noch ein paar Merchandising-Artikel abgegrast, waren dann noch an der Showbühne, wo Hot Manditos gespielt haben, war auch ganz cool. Wir haben dann gerade eben noch mal so ein Käffchen getrunken. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen schauen und dann noch irgendwo hier schön essen gehen. Ja, und dann geht es wieder zurück ins Emsland.